Fröhlich, echter Patientenfall. Heute mit der Thematik Ernährungsberatung wechseln. Ich hatte einen Patienten, der eine Freundin hatte. Und der Patient hatte mich letztens gefragt, ob das möglich ist, dass seine Freundin sozusagen zu uns in die Ernährungsberatung wechseln kann. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ja, das ist möglich. Und zwar war es so, dass die Patientin hat natürlich nachgefragt, was da überhaupt los gewesen ist und warum jemand überhaupt wechseln möchte. Der Patient erzählte, dass seine Freundin drei Termine Ernährungsberatung hatte. Und in diesen drei Terminen war es so, dass bei dem Ersttermin der Patientin nur eine Broschüre mitgegeben wurde und die ungefähr 10 Minuten Beratung bekommen hat, also wenn man das überhaupt Beratung nennen kann in 10 Minuten. In dem Zweittermin wurde ihr nur vorgeschoben, sie hätte alles nicht gemacht und warum hat sie das alles nicht umgesetzt? Und in dem letzten, dritten Termin ist es so gewesen, dass die Patientin, also es tut mir wirklich leid, aber ich finde es unmöglich, was passiert, dass die Patientin abgelehnt wurde mit dem Hintergrund, sie würde das ja sowieso alles nicht machen. Also ganz ehrlich, Leute, was sagt ihr dazu? Ich finde es ganz ehrlich unmöglich, wie man mit den Menschen so umgehen kann. Natürlich nehmen wir die Patientin auf und werden das auch tun. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was an gemeinsamer Kommunikation, gemeinsam miteinander sprechen und zu gucken, was das Gegenüber vielleicht für Wünsche, für Ideen hat, was da ja vielleicht wichtig ist. Also das ist ja meine Aufgabe, mein Beruf, dafür werden wir bezahlt. Und ich finde es ganz schlimm, dass irgendwas abwertend behandelt wird. Die Patientin selber war tot traurig zu Hause, kann auch verstehen, wenn solche Sachen sind. Wir haben dann ausgemacht, dass die beiden einfach gemeinsam kommen können und kann die Freundin uns kennenlernen und dann kann man alles weitere nachher machen. Das heißt, die wird beim nächsten Mal einfach dann in der Beratung mitkommen. Und dann werden wir das weitere Prozedere machen. Wechseln ist an diesem Fall also überhaupt gar kein Problem. Das ist auch egal, ob jemand da in die Videosprechstunde oder in die Praxis kommen möchte. Alles ist möglich. Also, ne, liebe Leute, ich gebe mir die größte Mühe für euch. Ich möchte ja auch nur, dass es euch gut geht und mir genauso. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr euch verhaltet oder welche Erfahrung ihr überhaupt vielleicht mit Berufskollegen gemacht habt oder Kolleginnen oder wie auch immer die alle heißen. Ja, gibt ja ganz viele, die ja nicht von Grundberuf das gelernt haben, sondern jeder von euch, ne, wenn ihr jetzt meine Videos guckt, könnt ihr euch auch als Ernährungsberater, ne, ist ja kein geschützter Beruf, gerne niederlassen. Ich selber bin Diätassistentin, habe das gelernt, habe noch ja, drei weitere Berufe, also Diabetesberaterin, Wundexpertin und ein noch Köchin. Also von daher habe ich ja ein bisschen Background, finde ich, ist auch immer ganz sinnig, um Menschen was erklären zu können und natürlich auch ja, einfach an bestimmten Stellen mitreden zu können. Ne? Aber sich Ernährungsberater nennen und loszulegen oder jemand als Fachmann, Ökotrophologe oder ähnliches Patientin dann nicht richtig behandeln, finde ich schon irgendwie traurig. Schreibt mir in die Kommentare, sorry, wie es euch ergangen ist und ja, was ihr über solche Geschichten überhaupt denkt. Ganz liebe Grüße, eure Sandra, habt einen schönen Tag. Tschüssi.